und sie sagen, was treibt dich an, dann ist es einfach so, dass man sieht, was in diesem Land besser sein kann. Wenn man Interesse hat an diesem Land und gern hier lebt, dann kann man einen Beitrag leisten. Was ist das Wichtigste in Österreich? Das Allerwichtigste, was muss man den Menschen geben? Und ich glaube, das ist Sicherheit. Auch die Sicherheit, dass ich einen Weg gehen kann als junger Mensch, der mich in eine positive Zukunft führt. Wenn man miterlebt, wie hart die Österreicherinnen und Österreicher arbeiten, Nachtdienst, Schichtdienst, viele Überstunden oft mit einer sehr geringen Bezahlung, die Kaufkraft sind seit Jahren, das muss man sehen. Sie sollen selbst entscheiden, ob sie TTIP wollen oder nicht. Ich will TTIP nicht. Wir hatten ja schon direkt demokratische Abstimmungen. Man denke ans Wendendorf, wo die Menschen sehr klug entschieden haben. Man muss einerseits die guten Dinge bewahren. Viele sagen, wir wollen unser Österreich zurück. Und andererseits auch Österreich in eine gute Zukunft führen. Mein Beitrag wird vielleicht sein, Bundespräsident zu sein. Weil Österreich Sicherheit braucht. Am 2. Oktober, Norbert Hofer-Wehen. Deine Heimat, dein Präsident.